können es nicht erwarten, nach Hause zu kommen, nach einem anstrengenden Tag. Der Ehepartner geht zu Bett, die Kinder gehen zu Bett. Und sie möchten ihren Privatraum, um was zu tun? Um mit Allah subhanahu wa ta'ala in Verbindung zu treten. Um vor ihm zu weinen, um sich ihm anzuvertrauen, um zu ihm zu sprechen. Ob sie in Not geraten sind oder es ihnen gut geht. Ob sie in Sorge sind oder sorglos. Sie lieben es einfach, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Sie machen Dua, wenn sie in Not sind, und sie machen Dua, wenn es ihnen gut geht. Viele von uns haben vergessen, dass Dua nicht nur dann gemacht wird, wenn du etwas von Allah subhanahu wa ta'ala brauchst. Du solltest nicht jemand sein, der sich nur dann Allah zuwendet, wenn er etwas braucht oder Kummer hat. Ein Mu'min unterscheidet nicht. Seine einzige Priorität ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er wendet sich Allah zu, wenn er glücklich ist und wenn er traurig ist. Wenn er bedürftig ist und wenn er alles hat. Weißt du warum? Weil er Allah subhanahu wa ta'ala wirklich liebt. Bist du jemals verliebt gewesen? Ich denke, jeder Verheiratete sollte die Frage mit Ja beantworten. Du solltest deinen Ehemann oder deine Ehefrau lieben, richtig? Wenn du sagst, dass du deine Ehefrau liebst, dass du deinen Ehemann liebst, denke ich, dass deine Liebe gewöhnlich geworden ist. Du hast dich schon daran gewöhnt. Aber gehen wir mal zurück zum Anfang. Als du deinen Partner das erste Mal getroffen hast, wie war deine Liebe damals? Wenn du frisch verliebt bist, kreisen deine Gedanken ständig um deinen Liebling, richtig? Nachts träumst du von ihm. Nach dem Aufwachen ist er dein erster Gedanke. Wenn du diese Person so sehr liebst, denkst du ständig an sie. Du möchtest sie anrufen, du möchtest mit ihr reden und du fragst dich, was ist mit mir los? Egal wohin du gehst, siehst du sie. In Wirklichkeit brauchst du sie nicht. Aber weil du dich zu ihr hingezogen fühlst, weil du sie liebst, möchtest du Zeit mit ihr verbringen. In Gedanken bist du bei ihr. Und nun stell dir vor, du ziehst in ein anderes Land, weit, weit weg. An wen denkst du? An jene, die du liebst. Wenn du Schmerzen hast, an wen denkst du? An jene, die du liebst. Je weiter du von deinen Liebsten entfernt bist, umso mehr Sehnsucht hast du. Nicht, weil du sie brauchst, sondern weil du sie liebst. Allah subhanahu wa ta'ala aber sollte dir lieber sein, lieber als alle anderen. Und wenn du irgendjemand mehr liebst als Allah subhanahu wa ta'ala, nochmal, wenn du irgendjemanden mehr liebst als Allah subhanahu wa ta'ala, dann begehst du das Risiko, dir eines Tages selbst zu schaden. Weil jeder, den du mehr liebst als Allah, dich eines Tages verlassen wird. Du besitzt deinen Partner nicht. Du besitzt auch nicht deine Kinder. Als du geboren wurdest, kamst du weinend zur Welt. Du wolltest nicht in diese Welt hinaus, aber du musstest in diese Welt hinaus. Und wenn die Stunde deines Todes kommt, kannst du dir nicht noch einen Tag Leben schenken. Warum? Weil du keine Macht darüber hast. Wenn eine Krankheit dich befällt, kannst du sie nicht einfach wegwischen, weil du keine Macht darüber hast. Du kannst Menschen, die du liebst, nicht vor dem Tod bewahren, weil du keine Macht darüber hast. In Wirklichkeit besitzt du nichts, weder du noch ich, nicht einmal uns selbst. Wir alle gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Von ihm kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Wenn deine Liebe jemanden gehört, der vergänglich ist, dann hör zu, was Abu Bakr radiallahu angesagt hat, als unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Wenn ihr Muhammad angebetet habt, dann wisset, er ist tot. Wenn ihr Allah anbetet, dann wisset, Allah lebt und wird niemals sterben. Abu Bakr radiallahu an erinnerte uns daran, dass unsere Liebe zuerst Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Wir wissen aber, dass auch Propheten diese Welt verlassen werden. Dass auch sie von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind. Und du sie nicht lieben würdest, außer um Allahs Willen. Uns Allah azza wa jal zuzuwenden ist die Lektion. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig. Er wird niemals sterben. Allah subhanahu wa ta'ala ist immer bei mir, wohin ich auch gehe. Und wenn ich sterbe, kehre ich zu ihm zurück. Die ultimative Liebe gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden liebt, Jibril alaihi salam ruft und sagt, Jibril, ich liebe den so und so. So liebe ihn. So liebt ihn Jibril alaihi salam. Dann ruft Jibril zu den Leuten des Himmels, Allah subhanahu wa ta'ala liebt den so und so, so liebt ihn. Und so lieben ihn die Leute des Himmels. Und nicht nur das, sondern Allah subhanahu wa ta'ala
lässt diesen Menschen auf der Erde die Akzeptanz der anderen Menschen erfahren. Die Leute mögen ihn. Man möchte gerne Kontakt mit ihm haben und eine Beziehung mit ihm oder ihr eingehen. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig.